Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Total War Arena. Ja, Leute, und wie beim letzten Mal auch schon, haben wir wieder die drei netten Leute dabei, wie Cornelius Drake, Günther Shadow und Mörb. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, dürft ja, euch das jetzt ist korrekt. Dürft mal Hallo sagen. War okay. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores. Schönen guten Morgen. Guten Morgen ist gut, ne? 2 Uhr ist so das Nacht. Das trifft es gut. Ja. Irgendwo ist immer Morgen. Oh, das hat jetzt einer verstanden. Das wird jetzt lustig. Ja. Also mach mal wieder unsere bewährte Taktik mit dem Rushen. Also ich meine, mit den Bogies kann man es ja mal versuchen, ne? Wenn da halt viel Gieriges kommt, ne? Viel Kaff, dann müssen wir halt wieder weg, ne? Wir können auch einfach mal reinlaufen. Ich bin sogar fast der Meinung, dass wir vielleicht sogar in der Stadt, aber nicht als Frontlinie in der Stadt, als Unterstützer in der Stadt vielleicht sogar ganz gut sind. Denn auf offenem Feld sind wir wie Gras. Ja, ja, definitiv. Ja, also dann defensive Aufstellung und Stadt. Rein in die City. Hättet ihr was gesagt, hätte ich auch Kaff gespielt. Da muss ich aber dann dazu sagen, in der Kaff fühle ich mich so ein bisschen unwohl, ne? Also, pass auf, ich gehe mal trotzdem auf die 8. Ich werde einmal oben spotten und hau dann ab zu euch in die City runter, ja? Übrigens, ja. Wenn ihr was gesagt hättet, hätte ich auch Tier 5 genommen. Oh, ich habe also die Tier 5 genommen. Ja, jetzt haben wir Tier 6er Elefanten dabei, Halleluja, ey. Und ich mit meiner Tier 4 Kaff, nee, warte, komm, ich gehe auf die 5. Das hat überhaupt keinen Wert. In the name of fail. Ja. Das wird lustig. Kriegst du die Elefanten bei mir? Nehmt ihr Lager ein oder macht sie nieder. Okay, wie gehen wir vor? Einfach mal erkunden, was so in der Stadt drin ist. Ja, vorsichtig, ich bin Schütze, wenn mir da ein Kavallerist dagegen kommt. Ich habe glücklicherweise noch die Infanterie-Krähenfüße mit dabei. Die geben mir so einen kleinen Boni, was es betrifft. Ach stimmt, die habe ich gar nicht dabei. Das da kommt Kaff, oh, Alter. Mami. Mörb, du bist, ich bin Toast, ne? Und du wahrscheinlich dann auch, ne? Ja, ich renne weg. Ich renne auch weg. Das sind Hunde? Geil. Gibt nichts und niemand, der uns hier schützen kann. Ich bin begeistert. Ich kann nicht mit meinen Schützen schützen. Conny, du bist echt zu offensiv unterwegs, ne? Das weißt du schon, ne? Hallo. Ich weiß, aber... Was machen wir jetzt hier? Wer nichts riskiert. Jetzt lauf doch nicht so weit zurück. Aber hier ist auch keiner. Ich meine, hier ist wirklich gar keiner. Ja, die haben Marty-Treffer gemacht. Das sieht nur so aus, als wäre da keiner. Und nachher schreien alle und rennen um ihr Leben. Ja. Oh, Psyloi. Nee, sogar nur Schützennamen. Psyloi und Hunde. Oh, da kommen Elefanten. Oh, nein. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Vielleicht kann ich seine Hunde baiten, dass er die losschickt. Das willst Gute ist haben? Tatsächlich, die Psyloi können noch gar nicht so viel machen, solange sie da in der Stadt stehen. Die Psyloi können jetzt auf dich schießen. Ja, vielleicht schickt das seine Hunde gleich los. Genau. Oh, Kaff im Gras, Kaff im Gras. Oh, Whisky, Psyloi. Wusch. Au! Was? Was? Tut halt weh. Alles ja, das klar. Das sind Slinger. Du hast keine Schilder, ja, du hast keine Rüstung. Ja, ich kenne die Einheiten nicht. Jetzt kennst du sie. Ja. Ja, aber diese wir haben schönen Momente. Oder kommt ja, hier Sechser? Wenn man eine neue Einheit kennenlernt. Oh, und Kaff! Oh mein Gott! Hast du dich auch so missbraucht gefühlt, als du zum ersten Mal einen Pikinier getroffen hast? Das war total schön. Alter, da kommt noch mehr Velites. Wie ich das erste Mal einen Pikinier getroffen habe, hatte ich Conny dabei und der hat gesagt, schieß drauf. Damals also, im Ferienlager. Du wurdest also gespoilert. Du wurdest in diese Erfahrung gebracht. Ja, bitte raus, nicht, genau. nicht da reinballern, wenn da meine Kaff angreift, Junge. Das ist so tödlich für mich, ne? Das, weil meine Kaff ist noch so butterweich, ne? Das sind gepanzerte Legionäre, ich mache halt in dem gar nichts. Ja, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, in die Stadt zu gehen. Ja, draußen wärst du halt noch toter. Unsere Männer werden angegriffen. Wie darf ich mir das vorstellen? Oh! Da sind Psyloi. Ach du Scheiße. Ja, wir sind sowas von geliefert, ey. Yep. Alter. Psyloi, geh um die Ecke am besten rumkommen. Ja, das sieht mich schon gar nicht mehr.
Ich hoffe nur, dass die Krähenfüße jetzt irgendwie Infanterie dann aufhalten, da hinten, um vorzukommen. Wenn man so eine Schildkröte in die Seite schießt, hat er dann immer noch. Nein, nein, oh, oh nein, oh die nein. Seite hat er leider auch. Achtung, nur Whisky, da kommt Ziloy. Ja, ich sehe es. Nur im Rücken hat er keine Schildkröte. Mörd, geh ins Lager? Ich geh ins Lager, ja, du. Ich komm mit. Ich lauf weg. Mir da gerade eben keinen Sinn, irgendwas Bock, anderes zu tun. Ich folge dir. Soll ich mal mit euch mitkommen? Versuchen. Wenn du, nur wenn du nichts mitbringst. Ja, das ist die Frage. Soll ich auf dich warten oder? Ja, nein, lauf wenn weiter. Wenn wir gleichzeitig ins Lager reingehen, können wir eventuell was cappen. Deswegen, ja. Also ich wenn du vor dem Lager wartest, ist auch okay, oder? Ich gehe um die Ecke rum und warte vor dem Lager. Also ich mache es immer ganz, ganz dreckig und warte auf dich. Ich komme mit. Ich kann dann im Lager noch ganz viele Krähenfüße platzieren, dass wir eventuell Kaff abfangen können. Das wäre gut. Alter. Drei Stück. So, dann wollen wir jetzt mal das Ding gewinnen. That's the plan. Man kann immer was tun oder es zumindest versuchen. Unsere also Verbündeten werden gerade ganz schön aufgeregt. Ich warte jetzt hier, ne? Hier ist wirklich niemand. Hier ist wirklich keine Sau. Geil. Du rennst direkt rein. Nee, du rennst direkt rein. Und ich laufe von der anderen Seite rein. Haben wir dann, wenn wir Glück haben, so schnell durch, da kann keiner mehr reagieren, wenn wir Glück haben. Ja, ich komme auch noch. Ich booste mich gerade die ganze Zeit. Es dauert zu lange, bis du da bist. Dann gehen wir mal rein da jetzt. Ich renne jetzt auch mit rein, ja. Oh, mein Arminius ist im Eimer. Alter Schwede. Und jetzt das geht flott. Das geht flott. Ja, ich komme jetzt auch noch dazu. Wir stellen uns jetzt am besten nicht mal an dieselbe Stelle. Ja, ich verteile mich jetzt und baue dann gleich die Krähenfüße auf. In Bewegung bleiben! Immer ganz ehrlos die Basis cappen. Ey, aber hallo, ey, wenn sie es selber halt so machen, wir haben also ansonsten auch, glaube ich, echt keine Chance, ne? Nee, du hast absolut recht, guck mal, wir hätten es auch schon verloren. Und das ist genau das, habe ich, ich habe es ja euch vorhin schon gesagt, ich sage es auch mal im Video, CA möchte das auch so, dass wenn die jetzt ihre Base vernachlässigen, dass sie zu Recht gestraft werden, dadurch, dass wir sie hier wegcappen. Ja, weil, ey, wir haben einfach null Chance gegen diese hochtierigen Einheiten, ne? Ich meine, wir kämpfen mit Tier 4 gegen Tier 6, das war ne? Schnell. Aber wir sind zu Recht die besten Spieler der Schlacht gewesen. Ja gut, ich meine, wie gesagt, wir haben getan, was wir tun konnten. Ich hab 12 Schaden pro Schuss an diesem gepanzerten Legionär gemacht. Dann ist er in die Testudo gegangen. Hat er mir nicht mehr das gegönnt. Aber ich bin der Nichtsgönner, ey. Der Nichtsgönner. Alter, so viel XP bekommen dafür. Ja, immerhin 2126. Also, wir haben das gerade schon ganz schön lächerlich verloren. Ja, aber das passiert halt, ne? Das, da habe ich auch kein Mitleid, weil das passiert mir ja auch ständig. Mhm. Ich habe 500 freie EP, wow. Ach so. Wow. So, vielleicht, vielleicht gebe ich das für einen Skill, für einen Skillpunkt aus. Also, ja, wollen wir nochmal Tier 4? Tier 4, genau. Komm, ich spiele nochmal Milfi Tiadis, glaube ich. Aber diesmal sind wir alle am besten Tier 4. Ja, das finde ich gut. Ich spiele mal Pikeniere. Aber ja, ich fand, das war auch gerade jetzt lehrreich, auch für die Zuschauer, wie man ein solches Gefecht trotzdem noch versuchen kann zu gewinnen. Ich meine, es klappt nicht immer, aber es kann klappen. Ja. Ach, genau, und ich werde mich jetzt eben hier mitten im Part verabschieden. Dann mach's gut, ne? Dann mach's ja. Gut. Hin. Dann also, wollen wir nicht Tier 4 spielen. Ja. Also, warte mal, aber dann haben wir jetzt keine Kraft, ne? Ja gut, jetzt darf ich meine Abmod hier? Ja, darfst du. Darfst du. Danke. Habe ich auch die Erlaubnis. Versuche ich nochmal mein Glück mit Hannibal. Also Leute, falls ihr noch weitersehen wollt, wie es meinen drei Compadres hier dann geht, dann schaut auf jeden Fall bei ihnen vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Glaubt nicht, dass ihr den bei Gönner eigentlich braucht, aber ist trotzdem drin. Und dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß, auch euch drei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. War schön, dass du da warst. Ja. Aufnahme ist schon beendet. Ja, sehr schön. Ja gut, bei mir bist du in der Aufnahme drin. Ja. Whisky, du musst entweder jetzt noch rausgehen oder man muss dich raus kicken. Ich werde ihn rausgehen. Genau, der ist nämlich geofflined. Ja. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, dann noch viel Spaß, ne? Ciao. Mach's gut, Dankeschön. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Dann wollen wir mal. Warte mal, da hätten wir aber jetzt auch Tier 5 spielen können, ne? Theoretisch. Oder Tier 6, aber egal. Ja, eine Tier 6er Schlacht müssen wir ja wohl noch machen, oder?
Ja, komm, dann brechen wir kurz ab, dann machen wir zu 6. Ja, machen wir. Machen wir. Weil da bin ich auch für zu haben. Da habe ich auch noch. Ich habe ja auch noch Fernkampf. Aber ich spiele dann Kynane, weil ich habe sonst noch nicht so. Oder warte mal. Ah, ich habe nur Leoni, da ist Tier 6, ne? Aber der. Ah, die sind die dämlichen Hopliten, sind nur Tier 5, ne? Ah, dann kann ich ja meine Stammeskrieger-Reiter nehmen. Seid ihr zufrieden, wenn ich Kynane spiele? Also, ich würde es gerne Sola mit Wurfspeeren spielen. Was spielt denn Corny? Corny spielt Kaff mit Wurfspeeren. Du. Dann muss ich meinen Plan eventuell überdenken. Ach, ich weiß, was ich spiele. Ich habe Tier 6 hier, das, was ich am allerwenigsten gerne spiele. Die bewährten Krieger. Mit Vercingetorix. Du bist ein Schatzmörb. Ich muss mir echt einen Premium-Account wiederholen, sonst komme ich nicht hinterher bei euch. Ja, das ist bei dieser Art von Spiel wirklich der Fall, wenn du. Also entweder alle Premium-Account oder keiner, ne? Du lach nicht, ne? Aber ich habe, glaube ich, also immer nur Dailies abgeholt, ne? Sonst habe ich gar nicht viel gemacht, ne? Das ja, ist aber auch die, probates die, Mittel. Die Dailies sind mittlerweile nicht mehr so leicht zu holen bei mir. Und bei diesen 7 Premium-Tagen, die ich da bekommen habe, bei der Registrierung, da war ich, glaube ich, 4 Tage offline oder so. Das war jetzt auch irgendwie nicht so. Das klingt nach einer effektiven Nutzung. Also du konntest selber diesen Wargaming-Code selber verwenden. Also nee, ich habe diesen Wargaming-Bonus, den hat man auch so bekommen, wenn man sich neu registriert hat, glaube ich. Genau. Also ich habe jetzt nicht meinen eigenen Code bei mir selbst benutzen können, aber ich hätte es ausprobieren können. Es wäre ganz witzig gewesen, glaube ich. Das hat schon was von sich selbst befummeln, ne? Ja. Warte mal, und jetzt ist auch noch Tier 7 mit dabei? Ah ja, ist ja klar, genau, stimmt, ja, ist ja möglich. Ja. Das wird jetzt lustig für mich. Ja. Und dann auch noch Oase, ne? Bah, so eine Ekelmap, ey. Ach, mir ist egal, ich bin so flexibel, ich passe mich euch an. Genau, also ich kann jetzt eigentlich auch hauptsächlich eher unterstützen. Ich kann versuchen, dich zu verteidigen, aber unterstützen in der Natur halt die anderen halt. Ja, also wäre schon gut, wenn wir das so ein bisschen hinbekämen, dass ich nicht einfach direkt von der Kaff tot gerusht werde, ne? Weil das kann halt tatsächlich ja passieren. Wird mein Bestes geben. Ja. Barbaren bloß anspruchsvoller. Such dir einfach mal gleich mal eine Seite aus, wo du sein willst. Wir sind Zirta, das heißt, wir sind die Barbaren. Irre? Genau, ja, wir sind da oben, also die. Soll mal 10, 9, 8 machen? Machen wir das so. Oh, nee, warte, lass. Alter. Okay. Vergiss es. Du hast Auswahl gehabt, genau. Dann bin ich halt neben dir. Ja, danke, das gut. Ist gut. Das ist ein ich gutes Gefühl. Ich scoute einmal kurz auf den Hügel rauf und danach komme ich wieder zu euch. Ich habe gehört, wir definieren jetzt das Camp. Das spielt man am besten auch eher defensiv erstmal. Das ist richtig. Die meisten Leute kassieren hier erstmal fetteste Artillerietreffer, wenn die da durchrennen erstmal, ne? Also der kleine Busch da vorne, der ist halt super, um den First Spot zu machen. Dann wartet man halt, was passiert. Hm. Ja, ich laufe mal so ein bisschen Richtung Center. Elefanten, du willst nicht ins Center. Du willst nicht ins Center. Ich will zumindest auf die Peltasten schießen. Aber die gehen, glaube ich, über den linken Flügel, dann gehe ich auch ein bisschen links hoch, ne? Also, hier ist clear. Der erste Treffer geht an den Feind. Wow, hier ist clear. Ah, da kommen die. Nee, Arti ist hier drüben. Arti ist hinten oben im hohen Gras hier. Das ist Arti. Und wir haben Arminius hinten bei euch jetzt gleich. Mhm. Hier. Die Wurfspeere sind jetzt da in diesem Busch auf der Gegenseite. Also passt auf, hier oben ist Arti drin, ja. Okay. Hat er denn Spot auf uns? Also da oben. Der steht da oben drin, ja. Die campen jetzt mit ihrer blöden Kaff. Ja, ich weiß nicht, soll man da was machen? Was meinst du? Kommt drauf. Nee, warte mal kurz beobachten. Ah, du, das ist. Wir haben noch AG-Markaff. Das geht schnell, das sind mehrere. Ja, dann gehen wir mal zurück, ne? Das ist mindestens eher, guck mal, da stehen sie drin. Du kannst auf jeden Fall mal so einen Schuss auf die abgeben. Ja. Ist gleich in Reichweite. Ja. Achtung, geh da mal noch so ein bisschen. Ja, balle ruhig. Das ist die Nähe, wo noch okay ist. Feuer konzentrieren! Oh, das hat geregnet.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die Peltasten, da pusht ziemlich viel jetzt durch Center. Da müssten wir echt auch gucken, dass wir da ein bisschen verteidigen, ne? Das Problem, ich habe echt Sorge, was die Elefanten angeht. Oh, du machst an denen, glaube ich, nicht viel. Ich mache an den Elefanten einen Scheiß, aber ich mache viel an den Peltasten. Oh, da kommen Schwerter Centurios hinter uns. Ne, Andartis Schwerter, okay. Da kommen jetzt die Wurfspeere, hast du gesehen? Wo? Hinter uns? Die hauen es gerade wieder ab, die sind gerade eben kurz vorgerückt. Ja. Ich versuche noch ein paar Bogies zu kriegen, wenn es okay ist. Ja, tu das. Ich bin gerade bloß im Gucken. Hier passiert gleich ganz viel gleichzeitig. Boah, da rennt er mir mit der Kaff natürlich noch einmal vor die Bogies, ne? Oje. Ich hab noch kein Feuer werfen können, das ist gerade sehr frustrierend. Der Elefant, der ist ein Problem. Ja, sollen wir da abhauen? Wir lange. Ja, du, ich kann dich nicht schützen gegen den Elefanten. Komm, dann hau ich mal ab, ne? Problem ist, oh, warte, da ist der Kaff hinter uns. Oh, scheiße, Alter. Ja, du musst jetzt... Ich muss jetzt durch Center durch. Das ist richtig eklig. Ich opfere jetzt eine meiner Einheiten. Ich versuche mal hier nur den Kaffmenschen da wegzuschießen. Vernichtet sie! Unsere Verbündeten liegen unter Eigenbeschuss. Okay. Hab ich. Oh, Alter! Der Arminius hier. Nee, ich muss da hinten rum. Vorwärts! Unsere Männer werden angegriffen! Und den habe ich natürlich auch total übersehen, muss ich mal wieder zugeben. So, die zwei dahin, die drei bitte hierhin. Oh Mann, ich hasse es! Wir beschießen unsere Verbündeten! Zu viele Elefanten. Ja. Ja, ich bin komplett weg, ey. Da ist zu viel Kaff auch unterwegs. Ich weiß genau, was du meinst. Und das kann halt einfach auch nicht sein, weißt du, dass halt so eine Elefanteneinheit einfach alles hier freiräumt, ne? Ja, das ist der Grund, warum die halt total OP sind. Ja. Also, ich wurde ja schon ein paar Mal gefragt, hey Merp, mach doch mal einen Guide, wie man Elefanten spielt. Und ich habe dann einfach nur im Scherz geantwortet. Ja. Ich habe einfach nur im Scherz geantwortet, immer feste drauf. Ja. Das ist auch ziemlich genau die Taktik, die ich einfach nur empfehlen kann. Einfach nur angreifen und dann läuft das schon. Also, wenn du die richtigen Einheiten auswählst. Es gehört nicht viel dazu. Jesus Maria. Ach, guck mal, da kommt ja Corny noch. Genau. Der war ja auch hier auf dieser Map irgendwo unterwegs. Ja, ich war die ganze Zeit im Lager. Vom Gegner. Das Problem ist, was ich mit Elefanten habe, ist, dass Elefanten, selbst wenn sie schon viel Lebenspunkte verloren haben, einfach viel zu mächtig sind. Du musst es echt. Corny, deine Einheiten sind tot, wenn die da reinrennen, ne? Und ich hab nur kurz die weggehauen. Ich kann den nächsten Charge in die Bogenschützen reinsetzen, wie du siehst. Ja, gut, gut. Ja, und ich deine Einheiten musst du aufpassen mit der Wand, ne? Also ich würde es echt mal auf Reddit versuchen vorzuschlagen und ich hoffe, dass die Leute gut finden, dass die Elefanten verändern sollen. Und zwar, dass die Kampfkraft der Elefanten auch mit ihren Lebenspunkten skaliert. Also dass die nicht mehr einen so einen riesig lächerlich großen Elefanten machen, sondern dass pro Elefanteneinheit drei Elefanten vielleicht drin sind. Und dass du die halt auch einzeln töten kannst. Und dann nimmt automatisch die Kampfkraft dann dieser Elefanten ab. Das wäre so mein Vorschlag. Mhm. Nicht mehr so OP sind. Ja. Der Typ ist erstmal auch wieder geil. Hier erstmal das Team flamen, ne? Also, Alter. Das ist normal in diesen Spielen. Ja, klar, natürlich, ne? Aber, ja. Boah, also, ich weiß nicht, da, wenn du da so ein bisschen zuguckst hier, was da passiert ist auf dieser Map, dann weißt du doch, dass das gar nicht mal unbedingt so viel mit dem Team zu tun hatte.
Nö, das ist das Matchup einfach und wie das Matchup von den Gegnern ausgenutzt wurde. Ja. Man kann nicht sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben, man kann nur sagen, der Gegner hat keinen Fehler gemacht. Ja, genau. Er hat gesehen, was er hat und hat das richtig eingesetzt. Ja. Oh, nochmal ordentlich was geholt zum Schluss, ey. Das freut mich. Ja, ich war wieder mal so richtig schön nutzlos. Ja, aber die Erfahrung mache ich mit den normalen Kriegern der Barbaren häufiger. Also sind die Krieger der Barbaren leider, die sind viel zu map-abhängig. Die haben auch nichts Besonderes, wie ich finde. Problem mit denen. Ufts. So, und jetzt? Einfach nochmal probieren, ne? Alle guten Dinge sind drei. Gleiches Matchup, ja? Ja. Können wir machen, ja. Vielleicht klappt's ja mal. Was ist mit denen jetzt hier? Ja, ich muss auch sagen, die Map war halt auch nicht so, da konnte ich einfach auch nicht so viel reißen, ne? Weil halt das Center sofort aufgegeben werden musste irgendwie, ne? Das ist richtig. Du kannst mit Slingern relativ wenig machen auf der Map. Es sei denn, du kannst das Center halten. Das ist richtig. Auf dem Hügel hast du Schwierigkeiten. Du musst entweder mit den Slingern. Du wirst immer von der Arti weggeschossen auf dem Hügel, ne? Da hast du einfach Probleme, finde ich, mit den Slingern. Und du bist halt auf dem Hügel immer auf dem Präsentierteller für die Kaff. Das ist richtig. Aber wenn du verteidigt wirst, geht das. Aber du kannst halt nur ganz, ganz schlecht mit den Slingern zum Beispiel den Hügel hochkämpfen. Das ist teilweise ziemlich schwierig. Ja. Vor allem, wenn sie nicht wirklich on top stehen, sondern so in der Schräge, dann triffst du meistens so viele Verbündete, die mit denen vielleicht im Nahkampf sind. Ah, endlich mal eine Map für Slinger hier. Thermopyl. Ich habe einen Wald vor mir. Ja, machen wir direkt Center, oder? Ja, dann reite ich mal vor und scout schon mal für euch. Da eignen sich die Katara für. Ich würde das sogar anders vorschlagen, weil ich den Gönner nicht so ohne weiteres im Center verteidigen kann. Ah, sollen wir oben links gehen? Ich würd in den Wald reingehen, ja. Ja. In den Wald im Center oder willst du auf den Wald auf dem Hügel? Weil den kannst du freiräumen. Also ich kann versuchen, dann ein bisschen zu blocken und du räumst ihn dann frei. Drück okay, dann schaue ich mal, was vor uns so ist und dann. Oder? Komme ich hinten rum dazu? Ja, Achtung, ich kann nicht so wie ein Bogenschütze da runterballern. Das geht leider nicht. Der Watchtower ist nicht meine Präferenz, ehrlich gesagt. Ja, aber ich kann dich so lange da oben schützen. Mir geht es erstmal darum, den Watchtower freizuräumen. Ah, okay. Und dann kannst du runtergehen. Weil dann siehst du okay, ja, dann machen wir. Ja, dann machen wir so, dann gucken wir mal. Ja, versuchen wir das, ne? Ja. Aber eine Sache kannst du auf jeden Fall machen. Du kannst, solange du oben bist, auf jeden Fall dein konzentriertes Feuern verwenden, also von oben runter. Da geht komischerweise das ballistische Schießen. Ja. Genau, beim konzentrierten Feuer geht das. Ja. Warum auch immer das so gelöst ist, aber ist halt so. Corny, so viel Kaff, Vorsicht. Da, holt er sich die jetzt dort? Im Charge? Weit weg, ne? Aber pass auf, die sind Tier 7er. Ja. Ich. Die metzeln dich. Eine Einheit von denen metzelt alle drei, eine 3 nieder. Ja. Ja, ich gehe da auch nicht rauf. Achtung, Hunde, ich schieße. Nee, warte, ich schieße nicht. Kann ich nicht. Ich kann auf die Peltasten schießen. Nee, ich schieße dir in den Rücken, Junge. Das ist scheiße. Genau, mach mal eine Flanke auf, links, auf der linken Seite, mach mal auf. Ist offen. Der bloppt auch. Komm, den erwische ich doch hier. Ah, räumt der mich weg, ey. Shit, da sind Bogenschützen drin, fuck. Ey, ich muss da weg, ey. Alter, das ist ja unfassbar. Wow. Ich mach dem auch keine Einheiten weg. Zieh dich zurück. Ja, zieh dich zurück. Der hat Schilde. Ja. Der kontert dich. Ja, meine Einheiten sind nur zu unerfahren. Seht ihr, was ich meine? Das ist ein Riesenproblem mit diesen, mit diesen Kriegern. Taugen leider wirklich rein gar nichts. Lauft! Nur flankieren. Oh, fuck! Das war in die falsche Richtung. So, Möb, wo laufen wir lang? Ich würde erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen zurückziehen. Also noch ein bisschen im Wald bleiben. Bringt ja nichts, der hat den Watchtower, der sieht uns doch eh.
Ich weiß, ich habe mich jetzt in Richtung Zentrum orientiert, den anderen Wald vielleicht orientiert. Auf der anderen Seite, guck da drüben. So. Ja. Okay, versuchen wir mal. Weil dann sieht er uns wenigstens nicht mehr. Hast du gesehen, was der mir weggeräumt hat Ja, mit seinen ja, blöden ja, Wurfspeeren? Bei dir ist es ja auch nicht besser ja. gewesen. Nee, der hat bei mir auch massivste Kills gemacht, ey. Aber hier unten gewinnen wir das Ding. Hier, die sind alle tot. Die werden jetzt gleich tot gefalangst. Können wir überlegen, ob da was geht. Ich mache mir halt immer noch Sorge, dass jetzt vielleicht jemand durchdrückt auf unsere Base. Ja gut, dann sind wir aber noch relativ nah dran, Das stimmt. um hier zu deffen. Und wir haben noch zwei Kaff-Einheiten hinter der Tiger-Dingsbums da. 87. Ah ja, guck mal, der geht wieder zurück. Der pusht jetzt Center mit den Pell-Tasten. Dachte, ist aber noch komplett offen. Nicht innehalten! Ich glaube, Oh ab jetzt shit, kannst da du kommt schießen. Kaff. Das ist echt nicht feierlich, mit der Kaff hier gegen Tier 7 zu kämpfen. Nee, kannst du nicht. Du bist auch keine Nahkampfkraft. Das ist ein Riesenproblem mit denen. Mit dem Alex, oder was? Nee, nee, mit den Nee. amazing Stammeskrieg und deswegen spotte ich da auch immer so. Ja, Ja, bei so Tier 5 und amazing. Tier 6 geht's ja noch, aber. Ja, wenn du gegen Barbaren-Kavallerie im Nahkampf bist, hast du auch keine Chance gegen die. Oh, du chargst sie, okay. Ja, ich hab, kam nicht mehr raus da. Also ich könnte versuchen, dir zu helfen im Nahkampf, aber. Ach, bringt nichts mehr. Bündel die Naja. jetzt noch hier. Wissen, wo Günner ist. Also so oder so holen die uns. Mach mir mal, nee, lass mal. Guck mal, der haut ab, der haut ab, der hat keinen Bock. Drüben Vorsicht, sind noch Günner, der Fernkämpfer. Ich kommt hole die von mal. die Kaff kommt von hinten. Der Feind Ja. attackiert unser Lager. So, jetzt sollten wir mal zurück für den Decap, ne? Ja. Oh Gott, Versuch die jetzt sind so allerdings jetzt schnell, nicht. Alter. Das schaffen wir, Im glaube ich, noch nicht Laufschritt. mal. Den Suslauf. Ja, das Problem ist, dass der Tiger jetzt lieber den. Ja, es ist so dumm, ne, eigentlich. Ah, sorry, ich will den Typen jetzt nicht flamen, ne? Aber da musst du doch so ganz klar auf den Decap gehen. Also das Es war ja man. eigentlich, ne, warum stand der sonst die ganze Zeit mit seinen Einheiten da hinten? Ist er Man überfordert kann und wollte ihm die einzeln ins Gefecht führen oder was? zugute halten, dass es vielleicht schlicht einfach nicht gemerkt hat. Also Das kann es kommt natürlich sein, ne? ganz oft vor, dass man es nicht bemerkt. Ja. Aber ja, die sind von oben gekommen jetzt. Der Tiger reitet jetzt zurück. Das ist römische Kavallerie und die ist dafür höchstwahrscheinlich einfach zu. Ja. Ja, das sind typische Gefechte. Komm, 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 komm. Ja, wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Nicht innehalten! Oh, Die Zeit Feinde, ist Feinde. knapp! Wir müssen kämpfen! Feinde, Günner schießt drauf, rechts. Kann ich nicht, muss den Decap machen. Unsere Männer werden Du kommst doch gar nicht angegriffen! ran. So, jetzt bin ich raus. Bin ich tot. Oh, immer noch fast bis zum Schluss der Schlacht. Wow. Ja, gut gemacht, ne? Schade. Ja, sorry, aber ich musste ja irgendwie versuchen, da drauf zu schießen. Ich konnte ja auch da auch mich nicht mehr gegen wehren, ne? Ja, wie gesagt, ich hab's versucht, ihn noch zu kriegen, aber Ja. wieder mal ist mein Charge abgebrochen. Das war wieder nicht so Bäh. wirklich schön. Aber er hat ja auch nichts Schlimmes an dir angerichtet. Der hat mich halt aufgehalten und ich konnte nicht den Cap nicht machen, ne? Das war der Miss an der Sache. Den Decap nicht machen. Bah, ist einfach nur ekelhaft. War ein schmerzhaftes Gefecht, Ja, aber ich es glaube, es ist ist. auch ganz gut für die Zuschauer zu sehen, dass das YouTubern auch passiert. Ja. Also, wenn es so weitergeht, dann brauche ich ja nur noch ungefähr, warte mal, 12, 24, 36, 39, 46, 56, 65. 85 Matches oder so, um irgendwann auf Tier 7 zu kommen. Naja, okay. Ja. Dann, komm, dann spiele ich nochmal. Dann lass uns nochmal Tier 5 spielen. In Boah, eigentlich haben wir schon eine Herrgottsnamen. halbe Stunde, ne? Oh, wir haben eine halbe Stunde. Oh, Wir haben schon shit. eine halbe Stunde, Oh ja, ja. dann lass mal Schluss mal mit dem Part. Genau. Genau. Gut. In diesem Sinne, dann Pax Vobiscum und Valete. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.